Wusstet ihr schon, wenn ihr erstmal auf Friedrichstraße rauskommt, habt ihr genau hinter mir ein Denkmal, das ist relativ unscheinbar. Aber das erinnert an die in den Jahren von 1938 zu 39 geretteten 10.000 jüdischen Kinder und Jugendlichen. Sie wurden noch vor Beginn des Holocaust mit sogenannten Kindertransporten ins Exil nach London geschickt. Organisiert wurde diese Rettungsaktion kurz nach der Pogromnacht 1938 von den britischen und holländischen Flüchtlingskomitees, darunter hauptsächlich die Quäker. Sie lief nur 9 Monate bis Ende August 1939 und die geretteten Kinder waren so circa zwischen den 4 Monaten und 17 Jahre alt. Viele der Kinder sahen ihre Eltern auch nie wieder, da die meisten in den KZs ermordet wurden. Deshalb sieht man bei diesem Denkmal auch zwei Gruppen, einmal relativ hier in Bronze und einmal relativ in Schwarz, die Jugendlichen zeigen mit den Rücken zueinander. Und es soll ein bisschen so symbolisieren für die eine Gruppe, die es halt in ins Leben geschafft haben, und für die andere Gruppe der Kinder, die in den Holocaust selber halt auch ermordet worden sind. Das Denkmal wurde vom Bildhauer Frank Meister geschaffen, der selber als Kind nach London ging und so den Holocaust überlebt hatte. Für mehr Berlin kapiert, macht gerne das Pluswäsch und lasst mal ein Like da.